hat stehen lassen, ist, dass es darauf keine fertige Antwort gab, die schon immer in irgendwelchen Plänen erarbeitet worden ist. Und deshalb haben wir schon vor dem Krieg, den Russland gegen die Ukraine begonnen hat, angefangen zu arbeiten, haben uns auch im Januar in Runden getroffen und viele Entscheidungen vorbereitet. Zu denen zählt zum Beispiel, wir bauen an den norddeutschen Küsten jetzt Flüssiggas-Terminals, weil wir mit dem Import von Flüssiggas über die westeuropäischen Häfen in Belgien, in den Niederlanden und in Frankreich und dem, der ist mit einer Pipeline verbunden in Großbritannien, nicht ausreichend importieren können. Weil wir auch nicht ausreichend importieren können aus Norwegen. So viel gibt es da auch nicht, was schnell verfügbar gemacht werden kann. Sondern wir dann andere Wege brauchen, die in anderen Ländern der Welt ganz selbstverständlich sind, nämlich dass Gas per Schiff kommt, als Flüssiggas dann in das Pipeline-System eingebaut wird. Und weil wir so früh begonnen haben und so früh viele Gesetze geändert haben, können wir hoffen, dass wir Anfang des nächsten Jahres die ersten davon in Betrieb nehmen können, einschließlich gebauter Pipelines, und dass das im Laufe des nächsten Jahres noch weitere wären. Wenn das einmal hinter uns ist, dann haben wir unser Sicherheitsproblem, also bei der Versorgungssicherheit, irgendwann Ende 23, Anfang 24 gelöst. Dann haben wir noch das Thema, wie teuer das ist ein ernstes Thema, aber wir haben nicht mehr das Problem, wie kriegen wir das überhaupt bei uns hin. Das Zweite, was wir entschieden haben, ist, dass wir Gas speichern. Das war bisher so, dass wir große Speicher haben, aber die sind nicht alle gefüllt worden. Und da einige davon Russland oder die Unternehmen Gazprom gehört haben, haben sie entschieden, die nicht zu füllen. Es hat sogar stattgefunden, dass die Pipeline, die durch Belarus und Polen nach führt, nicht genutzt wurde, um Polen mit Gas zu beliefern, sondern die haben das aus den deutschen Speichern rausgeholt. Und deshalb haben wir ein Gesetz gemacht, in dem drinsteht, die müssen gefüllt sein, jetzt sind wir schon über 75%, wir haben auch Etappen 85 und 95 formuliert. Dritte Entscheidung, wir lassen Braunkohlekraftwerke und Kohlekraftwerke wieder laufen, die wieder weg waren, nur für kurze 2 Jahre, aber auf alle Fälle so, dass wir Gas einsparen. Und dann haben wir eine Untersuchung gemacht, dass wir austesten wollen, was man mit den 3 noch im Betrieb befindlichen Kraftwerken machen kann. Und diese Untersuchung, die wir da jetzt mit allen Worst-Case-Szenarien drin, also wenn es am schlimmsten schlimm kommt, bestellt haben, die wird uns wahrscheinlich Ende dieses Monats, vielleicht Anfang des nächsten Monats vorliegen und dann werden wir daraus die notwendige Entscheidung ableiten. Ich muss Sie allerdings enttäuschen. Wenn wir daraus die Entscheidung ableiten, wir dürfen weiter laufen, damit wir in diesem Winter mit Sicherheit kein Problem haben, dann wird das nur einen kleinen Beitrag zur Lösung unserer Herausforderung leisten, weil es ja nur um Stromproduktion geht und nur um die Versorgung bestimmter Teilmärkten. Aber manchmal ist es ja auch wichtig, dass wenn es nur einen klitzekleinen Beitrag leistet, es trotzdem richtig sein kann. Und genau diese Frage untersuchen wir jetzt, um daraus dann eine Entscheidung abzuleiten. Dass das mit der Atomkraft generell kein so guter Einfall ist, kann man an unserem Nachbarland Frankreich sehen. Da laufen von den allermeisten Kraftwerken ziemlich viele nicht mehr, aus vielen technischen Problemen und Schwierigkeiten, die sie haben. Und die neu gebauten Atomkraftwerke, die gegenwärtig in der Welt errichtet werden, haben alle die Tendenz, Kosten zwischen 10 Milliarden und noch viel mehr auszulösen und werden Strompreise erforderlich machen, die viel höher sind als das, was wir mit den erneuerbaren Energien bezahlen müssen. Windkraft auf hoher See, am Land, Solarenergie, ein leistungsfähiges Stromnetz, das, was wir mit Biogas machen können, das wird einen viel besseren Beitrag zu einer billigen und umweltfreundlichen Energieversorgung in Deutschland leisten. Und auf diesen Weg haben wir uns gemacht und alle dazu notwendigen Gesetze schnell auf den Weg gebracht. Folgen noch ein paar, damit der Ausbau gelingt. Ich habe hier vorne